Schau mal, stell dir mal vor, wenn du jetzt jeden Monat 1 Euro sparst, dann hast du nach einem Jahr 1000 Euro. Who's that Pokémon? No way for you! 2 Wochen schonen, Bro, das ist halt leider gar nichts. Ja, nee, ich habe nicht 2 Wochen geschont. Also, mir wurde gesagt, ich 2 bis 3 Tage. Und ich habe 5 gemacht dieses Mal, weil ich es auf jeden Fall auskurieren wollte. Und ich habe diesmal halt sehr, sehr viel. Also, ich war bei mehreren Ärzten. Ich habe sehr viel mehr Medikamente genommen, auch richtige Medikamente. Nicht wie beim ersten Mal. Ich dachte mir, ich nehme das jetzt mal richtig ernst und konzentriere und passe jetzt mal auf mich auf. Am Anfang, als ich in Berlin angekommen bin, im Experion, hatte ich komplett gute Stimme, ich konnte schreien, ich habe mich wohlgefühlt und am Ende des Abends habe ich mich richtig krank gefühlt und konnte nicht mehr reden. Das ist aber schon scary, dass ich meine, das würde ja bedeuten, ich kann keine Offline-Events mehr machen, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich meine, vielleicht hat es auch was mit meinen Schilddrüsen zu tun, aber da habe ich ja noch keinen Termin gekriegt, das dauert leider relativ viel. Jetzt übertreibst du aber, nee, ich konnte im letzten Game, konnte ich nicht mehr mit den anderen mitreden. Ich habe im letzten Game ja nichts mehr gesagt fast, weil ich gemerkt habe, dass meine Stimme versagt. Das ist schon krass. Also ich bin abhängig von meiner Stimme. Ich brauche den ganzen Tag die zum Reden. Ich habe im letzten Game bei dem Event fast nichts mehr geredet. Mit Zeit aktiv Stimmung wie Sänger zu machen oder Ernährung umzuändern, wahrscheinlich, ja. Ich meine, ich habe jetzt einmal bin ich bei einem Kehlkopfexperten und dann bin ich einmal noch beim Schilddrüsenarzt. Das kann es auch beides sein. Ich glaube aber nicht, dass innerhalb von einem Tag sich direkt auswirkt. Schau mal das VOD an auf dem NNO-Kanal. Wie ich am Anfang komplett reden kann, schreien kann. Und am Ende habe ich gar keine Stimme mehr. Das ist echt heftig. Also echt heftig. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ist das wirklich stressig mit Offline-Events? Sehr, ja. Gut, ich habe auch fast nicht geschlafen. Ne? Das ist vielleicht auch. Ich habe 4 Stunden geschlafen in 2 normalen Schlafen und halt immer so 1 Stunde geschlafen und dann halt. Also ich habe 3-mal 1 Stunde geschlafen, bis ich wieder richtig geschlafen habe. Naja, wir beobachten es einfach mal. Ich meine, ich kann relativ normal reden. Ich habe keine Schmerzen oder so. Aber nicht, dass es wieder eine Kehlkopfentzündung ist. Bitte einfach mal mit einem Lokopäden. Weißt du, Lokopäde ist natürlich eine coole Idee. Aber am Ende des Tages bringt das natürlich nichts. Das ist ja eine Kehlkopfentzündung. Eine Kehlkopfentzündung ist ja was Bakterielles, wisst ihr. Das heißt, die muss ja irgendwo herkommen. Und ich muss irgendwie für die anfällig sein. Verstehst du? Ne, Yasuo ist ein Hyper-Smurf. Ja, das ist Matt Deshi. Matt Deshi ist ein Grandmaster Yasuo-DP. Why würde er da in Flash? Was? Das ist so eine Pfeife. Also, was ist da der Gameplay? Der Gameplan, wenn du da hin flashst? Level 3 von der Wave bekommen? Aber dann bist du ja trotzdem tot. Der ist tot hier, ne? Ja. Ich kann halt leider nicht freezen. Wenn ich die Wave. Also, ich hätte, glaube ich, dadurch, dass der Kill so free war, hätte ich ein bisschen weniger für Max-Damage gehen sollen und mich früher umdrehen mit meinem Q. Weil dann hätten wir einen Freeze spielen können und hätten eben mehr denyen können. Aber auch wichtig, dann nicht den Pot zu nehmen, zum Beispiel. Damit wir uns den aufheben. Und jetzt ist die Frage, ich glaube Sorg Boots, wenn man so ahead ist, ne? Wenn man so pusht. So, dann nehmen wir das hier. Seine Idee war, dass du lachen musst. Und ja, gut, ich meine, das ist natürlich schon ein Plan, ne? Mach 2 Solo-Kills und valued den Trank. Ja, das sind 50 Gold. Also wenn du einfach 50 Gold wegwerfst, das sind 3 Minions, Bro. Sag mal, ein bisschen wirtschaftlich denken. Schau mal, stell dir mal vor, wenn du jetzt jeden Monat 1 Euro sparst, dann hast du nach einem Jahr 1000 Euro. Wenn du auf dem Neptun lebst. Daran musst du mal denken. Daran musst du mal denken. Ich würde ihn unglaublich gern diven hier auf die Wave. Wenn wir jetzt hier einen Dive kriegen vom Heker, ist komplett Game Over. Mit Level 4 gegen Level 7 kann ich dich solo diven. Ich glaube, wir müssen dafür gehen, oder? Das hat zu viel Value, das Play. Ich glaube, das ist zu viel Value, dafür zu gehen. Selbst wenn ich sterben würde, wäre es trotzdem worth it, glaube ich. Einfach nur, weil die Wave ist so unglaublich groß und gestackt. Das heißt einfach, ich meine, die ist so groß, dass er zu der Wave nach seinem Respawn-Timer hinkommt, während die vom Turret ausgedünnt wird. Schau mal, das ist eine absolut insanely große Wave. Hier weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ist es besser, Hunting Geist plus Darkseal zu kaufen? Oder wäre es besser, Blasting Wand plus Ruby Crystal zu kaufen? Kannst du die Mathematik dahinter erklären?
Du hast einen Baum. Und an dem Baum sind 5 Äpfel. Und wenn du jetzt 3 Äpfel vom Baum nimmst, wie viele Äpfel hast du dann? Und wie viele sind noch am Baum? Wenn du jetzt einfach mal so drüber nachdenkst. Okay. Und jetzt, wenn du diese Rechnung verstanden hast, ne, das ist wichtig. Wenn du jetzt die verstanden hast, du hast einen Shop, okay? Und dir werden 100 Euro geklaut. Jetzt kommt aber der Dieb zu dir in deinen Shop und kauft von den 100 Euro, kauft er 40 Euro Ware. Und dann musst du ihm 60 Euro Wechselgeld zurückgeben. Wie viel hast du jetzt mit deinem Shop aktiv verloren durch den Diebstahl? Ne? Geh nochmal alles durch. Gelb. Ja, das ist richtig. Alter, die Ult. Oh mein Gott, das ist ja die absoluten Fiesta Boys hier oben am Start. Holy shit, sind wir beide kacke. Wow. Wir sollten uns schämen. Guter gegen Bro. What the fuck, Toplane ist so free. Das ist einfach, ich finde, ich bin ja normalerweise Midlaner, ne? Und beim Midlane ist immer derselbe Scheiß. Mitte ist so hart, es ist schwierig zu spielen, es ist schwer, Games zu gewinnen. Und dann spielst du Toplane und einfach das Game wird dir geschenkt. Du musst nichts können, das ist so für absolute Nasenpopler und es ist so free Elo einfach. Wenn du mit Toplane aktuell nicht climben kannst, dann hast du wirklich die Kontrolle verloren. Naja, richtige Nasenpoplerrolle, ja, auf jeden Fall. Dann komme ich mal vorbei, da steppe ich mal dazu. Don't mind if I do, ne? 140 Gold abgecashed. Ja, ich glaube, also die Sache ist halt, dass die meisten Toplaner sind einfach halt super schlecht. Das heißt, wenn echte Spieler, also Midlaner, halt auf ihrer Lane spielen, kommen sie nicht damit zurecht. Ja. Die Unterschiede sind halt einfach so gravierend. Die sind so gravierend, die Unterschiede von halt echten Spielern. Ne? Da kannst du, also wenn du halt so Support-Mains zum Beispiel, so ein Yumi-OTP hättest, das wäre eher so auf Toplane-Niveau vom Spielerischen. Haben wir den Turret. Dennoch killt mich nicht hier, oder? Nee. Das ist leider nicht der erste Turret. Meine Botlane war zu schnell. Sag mal, warum hat denn Team Aldi steht 0-2-0 mit das gesamte Team gewinnt, außer dir? Was ist denn das? So kannst du dich Team Edeka nennen oder so. Nice, talking for you. Gute Arbeit. Wow. Damn, ich hätte nicht gedacht, dass die... Ach, die ist ultra fett, das hier jetzt. Die ist 6-1. Okay. Jetzt macht das Sinn. Ich dachte nie, dass die mich da killen können. Aber war sogar locker. Ah, es gibt uns eine gute Gelegenheit, ein bisschen was zu essen. Ne? Was habt ihr denn heute gegessen? Wenn ich mal so fragen darf. Oh, das klingt aber auch lecker bei euch im Chat. Okay. Oh, Maultaschen. Das klingt aber verdammt gut, was ihr gegessen habt. Hey, warum killt mein Supporter den gegnerischen Jungler eigentlich? Mate, what do you mean? Wie stark ist die denn? Ich hau meinen ganzen Lead gerade weg, um Gottes Willen. Twitch it, ne? Ich wollte euch nur zeigen, wie Tolkien das gespielt hätte. Jetzt machen wir wieder kurz ernst, okay? Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie Tolkien das gespielt hätte. Aber jetzt machen wir, jetzt pass auf. Jetzt zeigen wir mal wieder, wie ein richtiger Midlaner das macht. Okay. Nice. Unser Hekari mit den ersten Kills. Sehr gut. Die Lissana war da hinten. Wir können vielleicht die Crux nehmen. Nehmen wir mal hier nach drüben. Nice. Ich habe gerade die Rückmeldung bekommen von Aldi, dass ich ein wundervolles Budget für Gutscheine habe für dieses Wochenende. Das ist exzellent für uns, Leute. Das bedeutet, wir können österliche Aldi-Gutscheine vergeben. Ja, ehrlicherweise, das Game wird gerade erstaunlich knapp, ne? Die Lissandra ist komplett am Smurven. Warum habe ich eigentlich null Stack Mages, wenn ich fragen darf? Das ist ja auch nicht so gut. Schauen wir mal, dass wir Mitte mit rein kollapsen. Vielleicht können wir was machen. Kommen wir noch aus der großen Flanke her.
Nice. Nicht für uns. Jetzt haben wir schon 8 Stacks in unserem Major. That's pretty good. Gehen wir einmal basen und dann können wir entweder Volt oder Rabadons gehen. Wie viel Geld kam eigentlich bei welcher Organisation? Kam dann eigentlich raus bei der No-Death-Challenge? Die ist ja noch nicht fertig. Wir sind ja noch lange nicht durch mit Elden Ring. Das wäre jetzt wirklich eine Katastrophe, wenn meine Stimme für morgen ausgeht. Aber ich habe gerade richtig Schiss, Leute. Ich sag, wie das ist. Ich habe gerade richtig Schiss um meine Stimme. Die fühlt sich genauso an wie auf der LAN, bevor ich dann die Kehlkopfentzündung bekommen habe. Das wär eine absolute Katastrophe. Das war jetzt einen Monat geplant. Und warum redest du dann weiter? Hey, ich meine, also, sie tut jetzt doch nicht so weh wie damals, aber fühlt sich halt einfach sehr belegt an. Ich finde, das fühlt sich aber komisch an. Den mal hier. Dann geh gleich auf und ruh dich aus. Na, Leute, das funktioniert so nicht. Ich werde jetzt leise reden und dann achten wir drauf. Und wenn ich morgen aufwache und die Stimme ist weg, muss ich halt absagen. Hilft da nichts. Nee. Das mit dieser Stimme ist so ärgerlich einfach. Ich hoffe, dass mir wirklich der Kehlkopf-Experte oder der Schilddrüsen-Experte da endlich mal helfen kann mit, woran das liegt, dass ich das immer und immer wieder bekomme. Dieses scheiß Offline-Event, das ist echt ein Tilter. Ich war davor komplett gesund. Und dann kommt dieses Offline-Event und jetzt stimmt wieder irgendwas nicht. Ich werde dich nicht richtig. Leute, ich habe mich 5 Tage geschont. Das ist für mich ein Insane. Also das ist für mich, ich habe mich noch nie so lange geschont. The Dodges, Bro. Nicht enden. Wir sind alle wieder am Leben. Ja, ich habe Tee, Leute. Ich habe Tee. Ich habe Tee. Den schönen Berghonig und dann den Salbei-Tee und dann wird das schon. Oh ja. Das fühlt sich gleich viel besser an. Und dann enden wir jetzt hier. GG. Dein Dad, nicht deine Freundin. Nee, das war mein Dad. Der hat mir die wundervolle Energiespartechnik-Tasse vorbeigebracht. Dann jetzt sofort rein ins nächste, dann schaffen wir nämlich noch kurz eins. Wohnst du wieder bei deinen Eltern? Ich wohne nicht bei meinen Eltern, aber ich wohne sehr in der Nähe von meinen Eltern, ja. Also ich bin praktisch wieder zurückgezogen, nachdem ich allein gewohnt habe. Hat ihr mal nicht verrückt? Vielleicht ist ja auch nichts Schlimmes. Es fühlt sich halt echt blöd an. Aber ja, jetzt gucken wir erstmal, ne? Noch ist ja nichts. Just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, 'cause it's gonna be whichever one I'm in.